Schade, das nicht. So, immer volle Pulle. Ja, Häuser ist auch gerade wieder so ein Thema. Wie gesagt, Häuser brauchen wir auch noch. Münzen aus. Arbeiter 3, Bauarbeiter 17, Bauarbeiter, Wahnsinn. Ja, obdachlos, ja, ich weiß. Wir sind dort dran. Ich arbeite doch schon auf Hochtouren, um euch ein neues Heim zu bieten. War es nicht so leicht. So, okay. Da will ich nicht hinbauen. Hier ist ein bisschen Industrie. Da ist die Schweinefarm. Du hast das Maximum von 5 verfügbaren Kartenhänden erreicht. 5 Kartenhände wurden zu einer Universalkarte. Okay. 4 Immigranten. Ja, komm, komm ran hier. Kohleaufbewahrung. Kohle gibt 20% mehr Wärme. Obstsammler, Entführung. Sehr krass. Angelhütte. So, noch eine Windmühle. Umliegende Farmen erhalten einen Produktivitätsbonus. Das ist ja geil. Gut zu wissen. Effizienz 84%. Wie sieht's hier aus? Rechts rum. 62%. Johnny hat deine Stadt verlassen. Obdachlos. Habt ihr gehört? Johnny ist weg. Johnny ist gegangen. Lydia ist auch gegangen. Weil wir nicht genügend Häuser bauen. Wahnsinn. Ja, ja. Kommt. Macht weg den Krempel. Baut hier nochmal ein Lager hin. Nochmal ein Lager, bitte. Was wird Lagerfläche jetzt? Also ich finde, bei dem Spiel kann man echt extrem gut abschalten und sich total entspannen. Ich brauche mal ein bisschen was mit ein bisschen mehr Fläche hier. Na, 1,8. Wähle einen Gewinn. Neue Ära. Super. Nachhaltigkeitsbuch. 40% weniger Input. Senkt den Unterhalt um 50% oder 20% Produktivität. Nehmen das hier. 40% ist besser. So, Karten freigestellt. Universalkarte, Landwirtschafts-Universalkarte, Industrie-Universalkarte, Bergbau, Dienstleistung und Kartenentfernungskarte. Cool. Es wird. Wir sind jetzt sogar schon Ära 3. Wahnsinn. Kräuterlabor. Bauen Kräuterlabor. Ja, das nehmen wir mit. Unbedingt. So Leute, macht mal fertig hier. Handel. Wir können gleich direkt handeln. Sehr schön. Was können wir denn hier? Keramik können wir. Kohle.
haben wir jetzt auch nicht so viel, ne? Werkzeuge, Schweinefleisch, Ziegelsteine, Bienenwachs haben wir noch gar nicht. Schokolade. Goldbarren, Honig, Schmuck, Medizin, Lamm. Was man hier alles nicht machen kann. Der Wahnsinn. Weizenmehl, Fisch, Brot. Bisschen Eisenerz können wir auch ein bisschen verkloppen. Steine. Haben wir einen ganzen guten Batzen voll. Bringt uns 1380. Sehr schön. Weizen, okay. Dann machen wir hier auf jeden Fall nochmal einen Lagerplatz für dich hin. Muss sein. Damit der Weizen gelagert werden kann. So, hier passiert was. Ah, sehr gut. Können wir gleich noch weiter aufpushen. Ah, verdammt. Nicht genügend Ziegelsteine für ein Upgrade. Ärgerlich. So, verbesserter Ofen. Bäckereigilde, Kosten Papier. Aber was du hier alles, freischalten kannst, ne? Erfinden kannst, ist echt cool. Imker, Bibliothek, plus 2 von ihnen Häuser Stufe 2. Verdammt. Nachhaltigkeitsbuch. Das wäre gar nicht so verkehrt. Wenn wir die hier ein bisschen senken würden. Das ist auch geil. Kerzenzieherei. Statt Kerzen haben wir noch nicht. Möbel, Obst, Pilzfarm, Töpferei, Handelshafen. Nehmen noch eine Ziegelei mit. Können wir das schnell drehen? Aufgabe abgeschlossen. Produziere 500 Keramik. Sehr schön. Läuft doch. Kartenentfernung. Entferne eine Karte aus dem Deck. Okay. Industrie-Universalkarte. Nehme ich die mit. Für 10. Meistertöpfer. Töpfer erhalten plus 20 Effizienz. Geil. Ah, Globus-Lot. Rathaus. 5000 zum Aufwerten. Na denn, wisst ihr, worauf wir sparen, ne? Imkermeister, Industrien, Schneider. Leder oder Wolle haben wir ja noch nicht ansonsten. Steinbruch, Universal, Bergbau. Freigeschieden, schaltete Mine meiner Wahl. Na, verdammt. Das haben wir schon. Eisenschmelze. Noch ein Schmied. Brauche ich eigentlich nicht. Kerzenzieher haben wir noch nicht. Ein Köhler, Schneider. Noch mehr Lehm, noch mehr Bierbrauerei. Komm. Gibt noch einen Brauer. Ja, Combo. Combo-Level. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus mit Feldern? Hier hinten sieht es nicht so gut aus, ne? Aber hier wäre wieder super. Dann gibt es jetzt hier auch ein paar Felder.
So, mehr Felder, gut für uns. Benötigt Weizen. Da kommt er nicht ran. Lagerplatz, Speicher verwalten. Okay, warte mal. Nahrung weg. Außer Weizen. Luxus weg. Bauen wir das jetzt um. Und dann wird das ja auch zwischendurch gelagert, der Weizen, dann passt das. Man muss das alles ein bisschen managen. So, sehr gut. Ah, hier schon. Spezialwerkzeuge. Verbesserung Maurerstadt. So, mehr Produktion. Nahrung sieht gut aus. Holz sieht gut aus. Kohle ist kritisch. Also da darfst du eigentlich ganz gerne mehr produzieren. Oh, volle Pulle. Und hier fehlt's an Bierbrauern, Weizen. Schmied. Lagerplatz im Bau, okay. Speicher. Was brauchst du? Weizen, ne? Genau, du brauchst Weizen. Vier Immigranten wollen gern wieder bei uns. Sehr schön. Muss das hier mal ändern. Speicher. Alles verbieten. Und hier soll eigentlich nur Weizen hin. Und Eisenbarren, Eisenerz, Stein und Weizenmehl. So, okay. Häuser brauchen wir wieder. Dann bauen wir doch hier hinten weiter. Obwohl, sieht hier richtig gut aus. Vom Thema hier Felder hinbauen. So, okay. Dann geht's weiter. Zack. Upgraden. Wichtig. Senkt den Verbrauch von Feuer, Holz, Kohle und so weiter. 27 Grad im sechsten Jahr. Es läuft doch richtig gut. Also nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Okay, außer dass das hier ein bisschen doof ist jetzt gerade, dass der hier nicht in die Pötte kommt. Weizenbier. Orangen-Zieder. Okay. Orange. Pilzbier. Cool. Mach mal Orangen-Dings. Sehr geil. Weizen ist in Ordnung. Weizen ist auch in Ordnung. Hier ist gut voll mittlerweile. Industrie, Bäckerei, Bergbau. Bergbau. Dann nehmen wir nochmal. Ja, es ist einfach extrem schön entspannend. Ne? Es ist einfach mal richtig smooth. Ne, einfach mal ein bisschen runterkommen. Kann man ganz entspannt zocken. Und sieht auch noch ganz gut aus. So, Meistertöpfer. Ach, verdammt, natürlich.
So, okay. Wir produzieren immer mehr. Wir brauchen aber auch noch mehr Leute. Ich müsste echt immer mehr Stadtzentrum bauen. Hier auch nochmal. Eins, zwei passt daneben. Na? Da will er nicht. Da passt er nicht. Aber da geht's. Bauen wir da halt nochmal ein bisschen was hin. Und dass hier nicht genügend rumkommt, das ist echt schade. 1,8. 3,7. Ja, es ist so ein bisschen alles Mischmasch, ne? So ein bisschen Banish, ein bisschen Anno, irgendwie auch ein bisschen was mit den Karten und so weiter. Es ist schon. Oh, Farbstoffsaatgut. Es ist schon ganz nice. Also, es ist. Und auch wieder von kleinen Entwicklern, ne? Also, ich finde das ja echt. Also, man muss es ehrlich sagen, die kleinen Entwickler, die geben sich irgendwie am meisten Mühe. Wirklich. Ja, das ist schon. Hart. Warum geht denn das da nicht? Warum geht das da nicht? Ich brauche einen Übergang. Aha, da geht's. So, okay, dann haben wir das. Dann machen wir das. Lagerplatz. Wir brauchen Saatgut. Okay, jemand starb an Altersschwäche, ist natürlich nicht so gut. Oh, was? Ausgabeinventar voll. Der Obstsammler ist voll. Okay, der Obstsammler ist voll. Der Obstsammler ist voll, hat er gesagt. Wir brauchen mal irgendwie noch Leder und so weiter. Reuterlabor ist gleich fertig. Das ist gut. Und eine Schweinefarm. So, Kräuterlabor ist fertig. Sehr gut. Was haben wir hier? Markt, bauen Markt. Handelsgesellschaft. Schafsfarm. Oh, das ist gut. Blaubeersamen, Flachwasserschifffahrt. Cool. Schafsfarm nehmen wir mit. Genau, die stecken auf jeden Fall Herzblut in ihre Games. Definitiv. So, Schweinefarm. Hätte ich gerne nochmal irgendwie. Vielleicht nochmal eine zweite. Können wir die hier nochmal hinbasteln? Noch mehr. Kombo-Level. Sehr schön. Schneider. Hier ist. Ja, da sind sie böse. Finden sie nicht so gut. Finden sie dann auch nicht so gut. Weißt du, wollen alles haben, aber weh, du baust hier da irgendwie Industrie hin. Wo ist keine Industrie? Wo ist keine Industrie? Ne? Bloß keine Industrie. So. Ah, verdammt, Global Slot. Ja, du kannst ja. Eng. Smirgel. Ne? Irgendwelche Fragen? Also, das geht schon. Wir bauen uns ja kontinuierlich aus. Aber ich brauche mal ein bisschen freie Fläche. Ich würde aber ungern hier Richtung Wüste, weißt du? Könnte so ein bisschen unangenehm sein. Also da ist noch Platz nach oben. Auf jeden Fall. Ja, komm, gleich mal upgraden hier. Isolierung. Wichtig. Ich halt, für mich ist immer das Wichtige, dass wir das mit der Nahrung im Auge behalten, aber es klappt ganz gut. Und die haben auch endlich was zu tun wieder. Sehr schön. Weizen kommt, wird gebaut. Hier entsteht noch eine Schweinefarm. Ach, und diese herrliche Mucke da nebenbei.
Love it. Richtig schön tiefenentspannt. Den Imker. 105%. Je mehr Bäume drumherum sind. Das wäre doch eigentlich was für den hier, ne? Für einen Förster. Das ist genau meine Kragenweite. Das freut mich. Wenn wir jetzt hier den hier hinpflanzen und daneben noch einen Förster bauen. Taverne wäre auch nochmal ganz gut. Kräuterlabor. Produziert Medizin aus Heilkräutern. Sehr gut. Oh, das ist gut. Passt der, können wir den hier irgendwo noch rein? Okay, da sind sie wieder böse, weil... bloß keine Dings. Bloß keine Zeugs. Machen wir mal hier mal... Okay, einen haben wir. Was wollte ich machen? Ich wollte hier noch einen Förster hinbasteln, ne? War doch so. Ein Förster wollte ich noch hinbasteln. Industrie-Universalkarte. Kräutertöpfer. Ich nehme nochmal einen Kräuter, einen zweiten. Also Holz sieht richtig gut aus. Ja, sehr gut. Eine Karawane ist angekommen. Nee, will ich jetzt nicht. Förster, perfekt. Dann bauen wir den Förster nämlich noch mit hier ran. Wo ist er denn jetzt hier? Sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Straße. Ah, da ist die Straße. Okay. Findest du das hier, meinst du, mit der Übersicht? Ja, ne? Hat was. Hat was, definitiv. So, hier bauen wir den noch hin. Der forstet das dann natürlich alles wieder auf. Was wir hier abbauen. Was natürlich dann wieder ganz gut ist. Das ist nur ein bisschen Performance-lastig, aber gut, es ist ja, glaube ich, Early Access noch. Brauchen wir definitiv nochmal ein Lager. Gott, ich wünschte, ich könnte schon die richtigen Lagerhäuser bauen. Das geht nicht, das geht, 12 geht. So, bitte hier Speicher. Was bauen wir denn hier rein? Erstmal alles verbieten, ne? Sowieso. Was könnten wir denn hier machen? Wir könnten hier reinmachen, Holz ist in Ordnung. Und Honig wäre auch geil. Honig, wär, Kerzen, Kleidung, Bier, Cannabis. Honig. So, Honig nehmen wir mit. So, die beiden sollen nur hier hin. Ja, alles klar. Zack. Vielleicht machen wir hier noch einen Obstsammler mit hin. Bietet sich ja irgendwie an. Wenn wir hier das voll machen würden. Und da geht's nicht. Da geht es. Ja, Schaden tut's nicht. Globus Slot, Handelsmeistertöpfer. Alles klar. Können wir aber gerade nicht nutzen. Dafür müssen wir das, das Rathaus noch ein bisschen hochpushen. So, hier ist gut, hier ist nicht gut. Okay, halt. Das wollen wir, das Game so suchen. Ja, ich find's auch geil. Also, ist schon echt nice. Was wollte ich denn machen? Ich wollte nochmal irgendwie Kartenentfernung, Landwirtschaftsuniversal, 5 Einwanderer, die nehme ich mit. So, 5 Immigranten. Also wenn ich nicht in
deinen Stream bin, dann weißt du, dass ich es suchte. Wie gesagt, man kann das sogar zu zweit zocken, ne? Das ist auch geil. Kerzenzieherei. Stellt Kerzen aus Bienenwachs und Baumwolle her. Baumwolle haben wir noch nicht. Aber wir arbeiten dran. Kaufe Holz, Bibliothek, das wäre nicht schlecht. Kräuterlabor. Eine Taverne wäre ganz geil. Imker, Handel, Landwirtschaft, Dienstleistung. Okay, warte mal, weil die hier hinten wollen ja auch wieder Zeugs haben. Deswegen kriegen die jetzt hier eine Bibliothek. Und eine Taverne. Für die Freunde des Bieres. So. Dann sind sie nämlich glücklicher und glückliche Leute. Ja. Momentan sind 17 Bauarbeiter unterwegs. Ist Wahnsinn. Ist echt der Hammer gerade. Hier machen wir mal alles verbieten. Boten. Kürbis, Kartoffeln, Bier. Und Schweinefleisch. Man muss halt alles auch ein bisschen managen, ne? Kaffee, Schmuck. Heu. Leder. Ich denke, es sollte es mir gehen. Es wird schon wieder Winter. Aber ich denke mal, für heute soll es das auch erstmal gewesen sein. Ja, da kannst du, wie gesagt, alles gut managen, ne? Dann musst du ja auch so ein bisschen verteilen. Später kommt, ich weiß, dass da noch was kommt, da kommt so richtige Lagerhäuser noch. Die kannst du natürlich dann auch dementsprechend einstellen und dann sollte man hier auch die Dinger hier vielleicht entfernen, sieht dann besser aus, als wenn die hier draußen rumstehen. Aber Geburtenkontrolle. Aber es ist für heute erstmal zu Ende. Der Stream, ich muss mit dem Hund raus. Und ja, danke, dass ihr auf jeden Fall da geblieben seid, geschaut habt. Und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder mit Daymar 1998. Auch ein neues Projekt. Wie Resident Evil. Auch Zombie und so weiter. Also wird gruselig. Und wie gesagt, ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich am Mittwoch. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich noch einen ganz tollen Restabend. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Macht's gut.